So, schauen wir uns mal um. Hier habe ich alles hineingetan, was ich an Ausrüstung noch bei mir hatte. Ja, drei von diesen Getränken. So, den Rainer. Kann ich den auch irgendwie... Ja. Ich will die jetzt nicht aufheben. War das nicht gedacht. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier noch was. Oh, ein Seil. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Stich. Eine Nahkampfwaffe. Mit drei Schaden. Das ist doch schon besser als nix. Gleich mal eingepackt. Kommt sie schon angegreist, Yara. Komm, ihr lauft umher. Ich habe nicht gesagt, dass es euch noch zu schonen müsst. Nun gebt mir mit der nicht mir der Schuld, wenn ihr zusammenbrecht. Ich habe sie bei Leivrin Bescheid gegeben, dass ihr wieder bei Kräften zu sein scheint. Gar nicht so leicht, diese ganzen Brachen und Stimmen zu machen. Oh, das hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Die hat uns doch schon von diesem Sebai und so weiter erzählt, oder? Ja, ich glaube, es handelt sich um das Oberhaupt dieser Familie. Es muss außergewöhnlich alt sein, wenn ich sie richtig verstanden habe. Das will für unsere Verhältnisse nicht viel heißen. Die Iskai werden ja anscheinend nur etwa 30 bis 40 Jahre alt. Kein Wunder, dass sie so hektisch wirken. Man hat den Eindruck, sie laufen ständig auf Hochtouren. Sehen sie sich nur Giara an. Ich wollte ihr noch für ihre Pflege danken und sie, um sie zu besänftigen, dann ist sie auch schon wieder verschwunden. Wie dem auch sei, lassen Sie uns einen Blick auf dieses Haus werfen. Ja, dann schauen wir uns hier mal um. Ein großer Schrank. Ich habe Teile dieses Hauses schon gesehen. Die Architektur ist fantastisch. Fast alles scheint aus Pflanzen zu bestehen. Weiß der Himmel, wie sie das machen. Und fast überall ist Wasser zu finden. Es wird oft und gerne gebadet. Ach übrigens, es gibt offenbar kein Nacktheitstabu in dieser Gesellschaft. Kein Wunder bei der Hitze. Ja, alle laufen nackig rum, nur wir nicht. Können wir ja mal testen. Nein, funktioniert nicht. Mädels, es tut mir leid. Tom und Rainer werden sich obenrum nicht ausziehen. Ich weiß, es ist schwer zu verkraften, aber wir müssen uns mit halbnackten Frauen begnügen und nicht mit halbnackten Männern. Ich bin mit den Sinnen des Gebildes bereits vertraut gemacht worden. Glauben Sie es oder nicht, ist eine Art pflanzliche Toilette. Hey, ich habe die Toilette gefunden, super. Kann ich die auch benutzen? Kein Mitglied der Gruppe ist besonders erpicht darauf, dort hineinzufahren. Nicht? Keiner will da drin rumfingern? Warum das nicht? Das verstehe ich gar nicht. Stell dir vor, ihr hättet einen dabei. Oh, super, eine Toilette. Richtig schön rein da mit der Hand. Mal gucken, wer alles da ist. Oder wer alles da war, eher. Kommt die Alte schon wieder an? Und Tom und Rainier, ich komme gerade vom Sebai. Er wünscht, mit euch zu sprechen. Würdet ihr mir bitte folgen? Selbstverständlich, wir freuen uns auf ein Gespräch. Ich glaube, ich kann mir gar nicht die ganzen komischen Akzente der Leute merken. Es sind so viele. Nun erfahren wir hoffentlich mehr über die Gründe für unsere Rettung. Seien Sie nicht undankbar, Driscoll. Außerdem sollten wir uns vielleicht bei diesem Sebai nicht mehr in unserer Sprache beraten. Eventuell gilt das als unhöflich. Tom und Rainier, das Oberhaupt des Clans des Südwindjäger, Sebai Livrin. Ich werde euch jetzt nun alleine lassen. Ich glaube, eben gerade hatte sie noch so einen russischen Akzent und jetzt klingt sie so ein bisschen, als ob sie einen Schlagwerk hat. Herr Shayan, schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich auch, bin jetzt auch wieder öfters da, auch mit Livestreams auf Twitch. Sarima, Tom und Rainier. Es stimmt nicht froh, dass auch ihr, Tom, euch von euren schweren Wunden erholt habt. Sarima es, Sebai Livrin. Ihr und euer Clan habt uns das Leben gerettet und wir möchten euch dafür danken. Der Südwind-Clan ist für seine Gastfreundschaft berühmt. Wir freuen uns, euch geholfen zu haben.
Können wir uns irgendwie erkenntlich zeigen für eure Großzügigkeit? Ich bin erfreut über eure Dankbarkeit, Tom und Rainier. In der Tat möchte ich euch bitten, eine Bitte an euch richten. Ich weiß nicht, mit welcher Magie ihr euren Metallboot durch die Luft bewegt habt, aber es scheint mir nun völlig zerstört zu sein. Das restliche Metall wurde geborgen, weil es für uns nicht unerheblich wert ist. Knete, knete. Nun ist man sich uneins, wem die Überreste gehören. Da ich den Eindruck habe, dass euer Fahrzeug nicht mehr von Nutzen für euch ist, wäre es für den Clan sehr hilfreich, wenn ihr euch entscheiden könntet, uns das Metall zu überschreiben. Eine solche Erklärung würde sicherlich von der anderen Interessenten akzeptiert werden. Tom, ihr scheint mir der Anführer zu sein. Wie seht ihr das? Ja, das, selbstverständlich sind wir damit einverstanden. Es ist das Mindeste, was wir für eure Hilfe tun können. Nun, ich bin derjenige, der zu danken hat. Ihr helft dem Südwind-Clan, damit eine Zeit knapper Geldmittel alles gut zu überstanden ist. Bitte setzt euren Namen und eure Marke unter diese Schriftdruck, Tom. Was meint ihr mit Marke? Oh, verzeiht, wie dumm von mir. Hatte mir Giara bereits berichtet, dass Menschen keine Duftdrüsen besitzen. Es ist von uns üblich, Verträge mit den individuellen Gerüchen der Unterzeichnenden zu versehen. In diesem Fall muss wohl der Name genügen. Bitte hier, Tom. Soll er machen, draufpupsen? So, ich bin Tom. Oh, super, könnt ihr dann auch später noch lesen und riechen und alles gut. So, ich muss immer so ein bisschen... damit ihr das auch versteht, die jetzt so zuschauen, wenn ich mich in die Richtung drehe, dann möchte ich den Chat lesen. Leider hat sich der Chat irgendwie bei mir auf meinem Bildschirm so komplett nach da verschoben, sodass ich einmal so rüberschauen muss, damit ich den überhaupt lesen kann. Und da sehe ich dann die Videoaufnahme und hier ist das Spiel. Eine großartige Erklärung, ich weiß, aber es ist halt nicht immer so einfach. Sehr schön, Sharanyan, schön, dass du da bist. Aber ich wiederhole mich. Tom setzt seinen Namen unter das Schriftstück aus dem dicken, papierähnlichen Material. Vielen Dank nochmals für diese Unterschrift. Sie befreit mich von einigen Sorgen. So, nachdem diese Sache erledigt ist, stehe ich euch gerne noch für ein Gespräch zur Verfügung. Gibt es etwas, das ihr wissen wollt? Verzeiht mir, Sebaliverin. Ich hoffe, euch mit der Frage nicht zu beleidigen. Aber Giara erzählt etwas über euer hohes Alter. Und ihr seid offenbar noch recht jung. Kann es sein, dass euch niemand über das heiligste Ritual unseres Volkes aufgeklärt hat? Nun gut, ich bin tatsächlich über 50 Jahre alt. Ein Alter, das kein Iska erreichen kann. Ich habe meinen Geist mit der Hilfe des Seba-Rituals in den Körper eines Neugeborenen, in diesem Fall meines eigenen Sohnes, übertragen. Das Seba-Ritual stellt die mächtigsten magische Handlung dar, derer wir fähig sind, und sie kann von jedem durchgeführt werden, sei sein magisches Talent auch noch so gering. Dazu müsst ihr wissen, dass der Tri eines Neugeborenen in den ersten Wochen ganz besondere Eigenschaften hat. Berührt ein Erwachsener mit seinem Tri das des Neugeborenen, kann er sein gesamtes Selbst in den Geist des Kindes übertragen. Er oder sie kann das Leben neu beginnen. Der Körper des Erwachsenen stirbt bei der Zeremonie. Das ist hart. Natürlich ist es verboten, das Ritual ohne Genehmigung des Ratskreises durchzuführen. Zusammen mit der Entführung eines Neugeborenen ist dies das schlimmste Verbrechen, das es gibt. Der Verbrecher ist in seiner gesamten Familie werden nach unseren Gesetzen mit dem Tode bestraft. Nur wenige Personen mit besonderen Verdiensten, die Auserwählten, dürfen das Ritual durchführen. Ferner darf das Ritual selbstverständlich nur mit Zustimmung der Mutter des Neugeborenen durchgeführt werden. Meist ist es die Partnerin des Auserwählten oder eine Schwester einer Auserwählten. Ist das Ritual durchgeführt, bekommen der oder die Auserwählte den Titel Sebai. Gefolgt von einem Zusatz, der darauf hinweist, wie oft der Sebai das Ritual schon durchführen durfte. Mein Titel Sebai Li besagt, dass ich das Ritual zum ersten Mal erlebt habe. Halten Sie mich fest, Driscoll. Das ist ja absolut unglaublich, fantastisch. Und ich weiß. Versuchen Sie trotzdem höflich zu bleiben und sprechen Sie Iskan. Ah. Das ist ganz schön aufregend, dieses Spiel, ja? So. Danke für das Gespräch.
Bevor ich es vergesse, meine Freunde, hier ist ein Schlüssel. Er öffnet die Tür des Jägerglans und führt unter anderem zu unserem Vorratskeller. Was immer ihr benötigt, gehört euch. Dort lagern übrigens auch viele von den Überresten eures Luftschiffes. Selbstverständlich seid ihr jederzeit gerne gesehene Gäste in unserem Haus. Schaut euch hier in Ruhe um und kommt wieder, wann immer ihr wollt. Und scheut euch nicht, die Stadt kennenzulernen. Die meisten haben schon von eurer spektakulären Ankunft gehört. Und nun noch das Wichtigste. Isebina möchte mit euch sprechen. Sucht sie bitte im Ratsgebäude auf. Ihr findet es inmitten der Stadt, der Eingang ist südlich gelegen. Isebina, ja? Was für eine ist. Gespannt. Können wir den hier noch ein bisschen ausrauben? Sachen, die auf dem Tisch liegen, sehen nicht so besonders wertvoll aus. Diese Iskai sind der Traum eines jeden Xenobiologen. In einem Moment ist ihre Ähnlichkeit mit dem Menschen kaum zu fassen und dann erscheinen sie einem wieder völlig fremd. Stellen Sie sich nur die Konsequenzen dieses Säbelrituals vor. Trotz ihrer kurzen Lebensspanne haben die Iskai quasi die Unsterblichkeit vor Augen. Was mich außerdem verwundert hat, ist, dass das Metall unseres Shuttles einen so hohen Wert hat auf einer so rohstoffreichen Welt. Ja, es ist wirklich merkwürdig. Entschuldigen Sie meinen Enthusiasmus, aber sehen Sie sich das riesige Gebilde dort hinten an. Es ist eine Art Pumpe und funktioniert ohne mechanische Teile. Ich glaube, man ist im Haus recht stolz auf diesen Brunnen. Ja, das ist schon schön. Der bewegt sich und der wabert und so. Hallo. Hier hat überhaupt nichts an. Sarima, ich hoffe, euch sagt die Gastfreundschaft des Südwindclans zu und ihr fühlt euch bei uns wohl. Ja, bei so vielen leicht bekleideten Frauen kann man sich nur wohlfühlen. Ja. Hören wir uns mal um. Nichts. Hier im Kellergeschoss des Hauses ist es ein wenig kühler als oben. Schau mal gut zu. Nichts. Wir brauchen nämlich, deswegen mache ich das jetzt hier auch immer, relativ viel Gold und sowas, um uns später gut ausrüsten zu können. Wir haben jetzt eine Waffe gefunden und ihr könnt euch ja denken, ja, bei Raumschiffpiloten sind auf einer unglaublich stark belebten Welt abgestürzt und sie dachten, es ist hier überhaupt nichts los. Ja, und es leben ganz, ganz viele katzenähnliche Humanoide hier und es werden vermutlich nicht die einzigsten. Und vermutlich so, dass nicht alle besonders nett sind. Ja? Daher muss man dann dementsprechend schauen, wie es weitergeht. Hier. Und nichts drin. Sandkiste. Schön, wie die das gesagt haben. Hallo? Toms gegenüber macht einen missmutigen Eindruck und spricht in nuschelndem Tonfall. Ach, jetzt habe ich es weggeklickt. Sorry. Es war eh genuschelt. Also wir hätten es eh nicht verstanden, hätte ich es nicht gleich weggeklickt. Herbert 7865. Willkommen im Club. Schön, dass du jetzt öfters zuschaust. Da fliegt doch Superman gleich das Cape weg. So, hier unten ist nichts mehr. Gehen wir mal nach oben. Schauen wir mal, ob wir da was finden. Der Vorratskeller hörte sich ja noch relativ vielversprechend an, vor allem wenn da die ganze Ausrüstung von uns ist. Riechen Sie nur diese Gerüche, Driscoll. Das muss die Küche sein. Hier kommt also dieses höllisch scharfe Zeug her, mit dem Sie uns aufgepäppelt haben. Ich liebe pikante Küche. Wir können nicht sagen, dass es uns geschadet hätte. Die mussten ja auch nicht wochenlang in einen Eimer... lassen wir das. So. Hat also in einen Eimer so, ne? Hier, nehmen wir alles mit. Ja, mit der Frucht. Die sieht aus wie eine Aubergine. Haben wir hier noch... Ist da noch was drin? Nein.
Ah, die fremden Gäste, Zarima. Mein Name ist Kiadri. Ich bin der Beherrscher der Küche in unserem Haus. Was ist euer Beruf? Ach, hatte ich das noch gar nicht erwähnt? Dass ich der Chefkoch des Clans bin? Was wisst ihr über Küche? Schon bevor ich volljährig war, kochte ich für mein Leben gerne. Eine ungewöhnliche Beschäftigung für ein Kind. Despo, willkommen! Heute kann ich behaupten, einer der besten Köche Jirinas zu sein. Ihr macht mich neugierig, Gridri. Wäre es unverschämt, euch um eine kleine Probe eurer Kunst zu bitten? Aber mit größtem Vergnügen! Hier ist eine Spezialität aus getrocknetem Fleisch in einem Kräutermantel. Es hält sich lange und ideal für den Reisenden. Schön, 6 Rationen für uns. Katsching! Was sagt ihr denn jetzt zu diesen Früchten? Dieser Gegenstand interessiert mich nicht. Was? Du bist Koch? Hallo? Den habe ich gerade von deiner Theke genommen. Warum interessiert er dich nicht? Was ist los mit den Leuten? Hey Despo, willkommen. Ich muss immer, das habe ich schon erzählt, ich muss immer hier. Oh, ich glaube, ich werde gleich mal eben das... Danke für das Gespräch, lebt wohl. Ich probiere jetzt mal was. Wir speichern das Spiel mal eben. Test, ja, es ist, nennen wir es Twitch Let's Play. So. Wenn ich einfach mal so. Hey, das ist... Perfekt. Ja, man kann in diesem Spiel speichern. Das ist, ich weiß, es ist unglaublich, aber das gab's damals schon. Ich glaube, das war sogar, das ist gar nicht so, dieser Kommentar ist gar nicht so falsch. Weil früher gab es viele Spiele, wo die man nicht so frei immer speichern konnte, wenn man das gerade wollte. Dieser Hund, den ihr übrigens hier im Hintergrund hört, der gehört hier zu dem Haus irgendwie. Also der bellt hier, glaube ich, im Keller oder so. Ah, schau mal hier, eine kleine Axt. 5 Schaden, das Ding macht 6. Der damit ausgerüstet? Das ist kein Messer. Ein Schaden. Damit. Ja, der Hund gehört zu meinem Haushalt. Der ist immer im Zimmer, der ist nur im Zimmer eingesperrt. Deswegen hört er den immer in der Aufnahme. Angekettet hier. Nein, in Wirklichkeit ist er viel unterwegs. Total nervös, weil es gerade ein paar Rationen für ihn. Hier ist kein Stilett. Ihr Schaden. Auch, also, durch, 2 Schaden, eine Iskai-Lederkappe, kann benutzt werden von Krieger und Jikas Magierin. Ja, ich bin weder eine Magierin, ein langes, wellendes, magisches Haar, einen anderen Eindruck machen könnte. Ah, diese Tür ist mit einem stabilen Schloss versehen. Wir hatten doch vorhin Jäger-Clan-Schlüssel. Warum öffnet das Schloss mit Vrins Schlüssel? Easy peasy. Ah, ein Schild. Kann auch nur von Iskais verwendet werden. Okay. Nice try. Leere Flasche. Wackeln. Und ein paar Rationen. War was drin? Die Inschrift des Schildes besagt: Vorratskammer. Kinder, bedenkt die Folgen.